WDR 3. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung wurde für das Internet aufbereitet. Gegenüber dem Original mussten wir die Musiken aus Gründen des Urheberrechts stark kürzen. Wir bitten, dies zu entschuldigen und wünschen dennoch ein anregendes Erlebnis. Open. Studio Elektronische Musik. Heute mit einem Beitrag aus unserer Sendereihe Techne, in der wir hier im Studio Elektronische Musik Techniken, Maschinen und Verfahren vorstellen, die die elektronische Musik geprägt haben. Heute geht es dabei um den Synthi A der Firma IMS aus London. Musik von Thomas Lehn, einem der profiliertesten und versiertesten Spieler des Synthi A. Dass der Synthi A überhaupt noch zum Einsatz kommt, ist erstaunlich, denn er besitzt eigentlich keine herausragenden Merkmale. Es liegt ihm kein technisches Novum zugrunde, wie zum Beispiel dem DX7 von Yamaha, der erstmals die FM-Synthese möglich machte. Er ist dem Aufbau und den Bauteilen nach ähnlich konstruiert wie ein Mini-Moog auch, aber es sind doch eine Reihe von kleinen Unterschieden geltend zu machen, die den Synthi A zu einem regelrechten Kultinstrument, vor allem im Bereich der Avantgarde und der freien Improvisation, werden ließen. Bereits 1969 hatte der englische Ingenieur David Cockerell einen kompakten Synthesizer entworfen, den VCS3, der gemeinsam mit dem Minimoog wesentlich zur Popularisierung und Demokratisierung der elektronischen Musik beitrug. Der Synthi A erschien dann 1971 und verfügte über ähnliche Bauteile wie der VCS3, war aber nochmals kompakter. Wenn man das Gerät zuklappte, glich das Gehäuse einem kleinen Koffer. Man ging mit dem Synthi A ins Studio, wie andere mit ihrer Aktentasche ins Büro. Cockerells Instrument fand rasch Verwendung, zum Beispiel in der Musik von Pink Floyd, Kraftwerk, Brian Eno oder Jean-Michel Jarre. Warum es sich bis heute gehalten hat, darum soll es im Folgenden gehen. Mit Auszügen aus einem Gespräch mit Thomas Lehn und Musik von Yoshio Machida, Korfula, Massima Akita und Thomas Lehn. Thomas Lehn live am Synthi A, eine Aufnahme aus dem Jahre 2005, als Lehn als Studiogast des WDR nicht nur Synthesizer spielte, sondern auch sein Instrument vorstellte. Das ist ein Kürzel für Electronic Music Studio. Das war eine Firma, die wurde Mitte der 60er Jahre gegründet in London und besteht im Prinzip zum Teil bis heute, aber offiziell bis 1974. Und dann wurde das von einem
Deutschen aufgekauft, aber ich arbeite immer noch mit jemandem in England zusammen, wenn es um Reparaturen geht und dergleichen. Und es ist ein sogenannter Analog-Synthesizer, das heißt, die Klangerzeugung ist analog, sprich, da sind elektronische Schaltkreise drin, Schwingkreise, die sozusagen Elektronenströme, Schwingungen erzeugen, die dann über Lautsprecher wiedergegeben werden können. Er besteht aus einer Vielzahl von sogenannten Modulen. Module einmal für die Tonerzeugung. In der Regel sind das Oszillatoren, sprich Tongeneratoren, wie zum Beispiel, man hat ja eben schon so einige hören können davon, wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen Ton das ist ein Tongenerator, den kann ich stimmen. Und dann gibt es noch den Rauschgenerator mit verschiedenen Farben und dann gibt es klangmodulierende Module, wie zum Beispiel ein Filter, ein Ringmodulator, ein Hallgerät, also ein alter Federhall. Ein Federhall ist da drin, das ist kein digitaler Hall. Dann gibt es vor allem ein zentrales Stück des Synthesizers, das ist vielleicht die Matrix. Das ist ein Kreuzschienensteckfeld, in dem man die verschiedenen Module ziemlich frei miteinander verschalten kann. Also man kann sozusagen den Weg der Signale selber festlegen. In diesem Fall Stecker, die sozusagen eine X- und Y-Achse verbinden. Zum Beispiel, wenn ich jetzt den Sinuston auf den Ausgang lege, dann ist er da. Lege ich den Sinuston auf den Hüllkurvengenerator, der sozusagen die Klangkurve eines Klanges zeichnet, also die Amplitude, dann kommt er jetzt zum... Jetzt habe ich den hier zum Beispiel auf so einem Hüllkurvengenerator, der macht halt die Kurve, also die An- und Abklingphase des Klanges wird durch den Hüllkurvengenerator gemacht und dann könnte man das auch auf den Filter legen und so weiter. Man kann sozusagen die Module recht frei verschalten durch diese Matrix, im Gegensatz zum Beispiel zu dem Minimoog, wo die Wege fest verschaltet sind. Die Freiheit, die der Synthi A bietet, ist sein großer Vorzug. Man spielt eher keine Melodien darauf, sondern gestaltet Klangkomplexe. Auch die Tastatur, die zum Instrument gehört, ist nicht dazu gedacht, bestimmte Tonhöhen zu spielen, wie Thomas Lehn erklärt. Die Tastatur ist keineswegs zu vergleichen mit einer herkömmlichen Tastatur, die man normalerweise mit Tonhöhen in Verbindung bringt. Also in diesem Fall ist es schlicht und einfach ein sogenannter Spannungsteiler. Das heißt, die Tastatur liefert in Abhängigkeit von der Taste, die ich drücke, sowohl von der Tonhöhe der Taste als auch in einem Kanal kann ich sogar die Anschlagsstärke, liefert die Tastatur unterschiedliche sogenannte Steuerspannungen. Und die Steuerspannung kann ich über die Matrix auf verschiedene Parameter der Module lenken. Ein weiterer Vorzug des Instruments ist die Unmittelbarkeit des Zugriffs. Dass so viele Musiker heute noch mit analogen Modularsynthesizern spielen, anstatt modernere digitale Geräte zu verwenden, das hat auch etwas damit zu tun, dass man manualiter in den Klang eingreifen kann. Man hat viele Dinge im ziemlich unmittelbaren Zugriff. Also es gibt nicht das Phänomen, was ich zum Beispiel bei einem alten Digitalsynthesizer, wo man sich erstmal über einen Step-Modus in das Menü hinein, wo man durch Menüpunkte gehen muss und bis man dann mal endlich an den Parameter angekommen ist, den man ändern möchte. Hier hat man doch ziemlich alles relativ schnell im Zugriff. Also wenn ich die Geschwindigkeit des LFOs verändern will, wenn ich die Filterfarbe verändern will, kann ich sofort darauf zugreifen. Auch die Ungenauigkeiten im Instrument, die Tatsache, dass man einen Drehregler anders als einen numerischen Wert nicht genau einstellen kann, verlebendigt die musikalische Praxis. Lehn notiert Klänge auf einem Blatt Papier, auf dem die Oberfläche des Synthi A grafisch nachgebildet ist. Ich habe hunderte von solchen sogenannten Patches aufgeschrieben. Also es gibt so ein Formblatt, wo man sich sozusagen die Einstellungen der 40 Potentiometer und der 256 Matrix-Pins notieren kann. Und ich mache mir da Notizen dazu, wie der Klang klingt in etwa. Es ist aber doch so, dass es natürlich immer wieder Überraschungen gibt, erfreulicherweise. Das ist eigentlich, was ich sehr positiv sehe, dass das Instrument im Gegensatz zu einem akustischen Instrument, dass so eine Maschine einem auch etwas liefert. Also sprich, ich muss als Musiker auf das Gerät reagieren und nicht nur das Gerät reagiert auf meine Handlung. Lehn verwendet den Synthi A selten solistisch, sondern spielt meist in kleinen Besetzungen, im Folgenden mit dem Pianisten Frédéric Bondy. Das Besondere an der Aufnahme ist, dass der Klavierklang in den Synthesizer eingespeist und dort live von Lehn weiterverarbeitet wird. Das ist sozusagen eine wechselwirksame Klangbeeinflussung. Wir haben da das
Klavier über ein Mikrofon abgenommen und der Synthesizer hat einen sogenannten externen Eingang. Und es ist nun so, dass der Klang vom Klavier sowohl von dem Synthesizer beeinflusst wird, als auch bestimmte, das kann man ganz schön hören, glaube ich, an manchen Stellen, dass die Werte des Synthesizers durch das Klaviersignal, sozusagen als ein Steuersignal, auch beeinflusst werden. Also hören wir da mal rein. Und noch ein Beispiel für die Möglichkeiten des Synthi A, Thomas Lehn diesmal im Trio mit dem Saxophonisten John Butcher und dem E-Gitarristen Andy Moore. Also man konnte hier sehr schön hören, dass ich so einen perkussiven Klang hatte, der aber nicht mit einem Rauschklang, sondern eigentlich mit einem ringmodulierten Tongemisch kam, aber sehr staccato-artig, sozusagen als Kontrast zu den von der E-Gitarre von Andy Moore. Der Synthi A und das verwandte Modell der Synthi AKS, bei dem außerdem ein Keyboard und ein Sequencer eingebaut waren, waren erfolgreiche Geräte, die oft gebaut wurden und daher auch oft zu sehen sind. Seit 2011 wird der Synthi AKS sogar wieder hergestellt und zum Kauf angeboten. Viele Musiker haben mit dem Instrument gearbeitet. Manche verwenden es als bloße Farbe, andere als Klangchiffre für das Analogzeitalter. In dem Stück 1930 des japanischen Musikers Merzbow ist ein Synthi A in einer Reihe von Geräten und Klangquellen enthalten, als ob Merzbow die Summe des elektronischen Klangs im 20. Jahrhundert habe abbilden wollen. Der japanische Noise-Musiker Merzbow mit seinem Stück 1930 als einer fast schon archäologisch anmutenden Klangerkundung. Unter den Klangerzeugern, Tonbändern und Synthesizern war auch ein Synthi A der Firma IMS, um den es in der heutigen Sendung geht.
Auch im folgenden Beispiel ist der Synthi A nicht allein zu hören, sondern im Ensemble. Allerdings weit weniger brachial, sondern fast schon zärtlich geht der niederländische Pianist und Elektroniker Cor Fuhler mit dem Gerät um. Auch wenn hier nicht Tonhöhen und Harmonien im Mittelpunkt stehen, sondern verschiedene Geräusch- und Rauschqualitäten. Fuhler verwendet Schallplattenspieler und eine Mbira als Klangquelle und filtert sie mit Hilfe des Synthi A, ähnlich wie Lehn es schon mit dem Klavierklang tat. Sein Mitstreiter ist Gert-Jan Prinz, der ein Faible für selbstgebaute Elektronik hat und hier mit FM-modulierten Radiowellen zu hören ist. Studio Elektronische Musik, heute mit einer Sendung über den Synthi A, einem Instrument der 70er Jahre, ein Taschensynthesizer im Kofferformat und ein Instrument, das vor allem die geräuschhaften Potenziale der elektronischen Musik exponierte und auf dem man nicht, wie auf vielen anderen elektronischen Musikinstrumenten, einfach Melodien und Akkorde spielen konnte. Eine ganz besondere CD über den Synthi A ist erst im vergangenen Jahr, also 2013, erschienen. Der japanische Musiker Yoshio Mahida hat dem Instrument und seinen Möglichkeiten eine eigene CD gewidmet. Yoshio Mahida hat den Synthi A auf seine Möglichkeiten hin befragt und festgestellt, so heißt es zumindest im Einführungstext zur CD, dass der Synthesizer manche Dinge besonders gut kann, zum Beispiel Klänge generieren und wiederholen. Der Synthi A sei kein Keyboard, sondern eine generative Musikmaschine, schreibt Yoshio Mahida. Und obschon er Jahrgang 1967, also mitnichten ein Kind des digitalen Zeitalters ist, vergleicht er die Matrix, durch die die verschiedenen Elemente des Synthesizers miteinander verbunden werden, mit einem Max MSP-Patch, also einer modernen Softwareanwendung. Ein historisch sicher nicht zulässiger Rückvergleich, der aber doch etwas aussagt über die Logik und die Grammatik der elektronischen Musik, bei der nämlich nicht so sehr in Klängen, sondern vielmehr in Verknüpfungen und Verwebungen von Elementen gedacht wird. Thank you.
Musik von Yoshio Mashida im Studio Elektronische Musik. Im Mittelpunkt der Sendung stand heute ein Gerät, eine besondere Erfindung im Bereich der elektronischen Musik, der Synthi A, den die Firma IMS 1971 auf den Markt brachte und der bis heute gebaut wird. Die Redaktion dieser Sendung hatte Frank Hilbert.